Wir haben es hier mit einem Wohngebäudebrand zu tun. Gemeldet war allerdings der Brand einer Diskothek. Als wir ankamen, hat es sich dabei um einen Zimmerbrand gehandelt. Bei der Brandbekämpfung wollten wir am Anfang durch den Innenangriff vorgehen, das heißt also ins Haus reingehen. Doch da war die Lage dann schon relativ kritisch, dass wir uns erst ein klein wenig zurückgehalten haben und dann ist es zum Vollbrand gekommen. Dann konnte man ins Haus nicht mehr reingehen. Das bedeutet, das Dach ist schlagartig durchgezündet. Aus sämtlichen Fenstern, aus sämtlichen Türen sind die Flammen schlagartig rausgeschlagen. Und aus diesem Grund gehen wir jetzt im Augenblick nur per Außenangriff vor. Wir setzen dazu eine Drehleiter ein, um von oben zwischen den Wänden auch das Wasser reinbringen zu können. Zurzeit haben wir hier 40 Kräfte im Einsatz, 15 weitere stehen in der Bereitschaft. Es kommt zurzeit auch noch das THW vom Ortsverband Haltern und das MAD vom Ortsverband Haltern. Die unterstützen uns halt bei der Beleuchtung und Verpflegung.